Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Wie wir jetzt alle wissen, haben wir Ende Februar und was heißt das bei uns? Das heißt Favoritentime. Ich habe auch diesen Monat wieder einiges an Produkten, die ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig benutzt habe. Und die wollte ich euch einfach ganz kurz und ganz schnell mal ein bisschen vorstellen, beziehungsweise halt ein bisschen was dazu sagen. Es ist mehr geworden, als ich gedacht habe am Anfang. Ich hatte eigentlich überlegt gehabt, gar keine zu machen, weil ich nicht der Meinung war, dass ich so viele Favoriten gehabt habe über diesen Monat. Aber als ich jetzt ein paar Sachen zusammengesucht habe, beziehungsweise überall aufgemacht habe und nachgeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass ich doch relativ viele Sachen benutzt habe, gern benutzt habe. Und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und aus diesem Grund zeige ich die euch heute auch mal. Ich habe aufgeteilt in, wie üblich, in normal Make-up-Zeugs und ein bisschen Creme-Zeugs beziehungsweise Parfüm. Ja, habe ich diesen Monat. Und damit fange ich jetzt auch gleich einmal an. Mit dem Creme-Zeugs meine ich. Ja, als allererstes, und zwar fangen wir jetzt mal mit dem Parfüm an, weil das hat am wenigsten was mit Creme zu tun. Ein Parfüm, was ich sehr, sehr gerne benutzt habe. Also ich habe im Prinzip zwei Parfüms von dem von der Marke. Aber das habe ich jetzt noch häufiger benutzt als das andere. Und deswegen zeige ich euch das kurz. Und zwar ist das von José Eisenberg. Das Temptation Parfüm, das ist dieses hier und wie ihr sehen könnt, ja, es ist schon ein bisschen was raus, das ist jetzt eine, ihr könnt es besser sehen, das ist jetzt eine 30 ml Flasche und ich habe auch noch ein Backup davon, weil es die 50 ml Flasche nie gab, wo ich im Douglas gewesen bin im Dezember und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, die 30 ml Flasche doppelt zu nehmen, ist auch sehr interessant. Ja, das Parfüm habe ich sehr, sehr häufig benutzt, habe ich auch heute wieder drauf. Und erstens mal, was ich super, super genial finde, ist der Flakon. Ich liebe diesen quadratischen Flakon, der liegt einfach total gut in der Hand. Dann natürlich der Geruch, den finde ich einfach nur total hammermäßig. Der ist, passt so gut in den Frühling. Der ist frisch, der ist, blumig ist er nicht, aber der ist total frisch und hat so einen leichten, süßlichen Unterton. Also ich mag den unglaublich gern. Könnte ich mich echt reinsetzen. Also den habe ich wirklich viel getragen. Gibt es bei Douglas und nur bei Douglas, soweit ich weiß. Ja, dann habe ich mir was Neues gekauft, jetzt erst letzte Woche und habe es jetzt, beziehungsweise ja, eine gute Woche jetzt, habe ich es fast schon benutzt und bin einfach super begeistert davon. Ich habe mir vorher Reviews dazu durchgelesen, ich habe mich beraten lassen und habe dann gegen meinen, normalerweise mache ich das gerne so bei neuen Produkten oder bei neuen Firmen, die ich ausprobiere, dass ich mir eigentlich eine Probe geben lasse und dann erstmal ausprobiere, ob mir das überhaupt taugt, ob meine Haut das gut verträgt und ja, ob ich es überhaupt mag. Diesmal habe ich das nicht gemacht, ich habe mir gleich mal eine große Größe mitgenommen. Ich hatte mir aber auch, ich hätte was zurückgegeben und deswegen war das jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt schon Panik, falls die Flasche irgendwann leer sein sollte, weil keine Ahnung, ob ich das für das Geld nachkaufe, aber egal. Jetzt haben wir erstmal diese Flasche und zwar ist das von Dior, das Capture Total One Essential Regenerator Cellular Intense Skin Boosting Super Serum, was auch immer. Das ist hier diese Flasche. Hier, ja, genau. Und da sind 50 ml drin. Also es gibt noch eine 30 ml Flasche und eine 50. Ich glaube, es gibt sogar noch eine größere, eine 2 Unzen. Wie viel ist das dann? Keine Ahnung. 60 ml Depp. Ja. Ich habe mir aber die jetzt mitgenommen. Ich glaube, die ganz große hatten sie auch nicht. Und da die auch nur minimal mehr gekostet hat als die 1 Unzen, also beziehungsweise 30 ml Flasche, habe ich mir natürlich dann die mitgenommen. Spart man letzten Endes ja doch ein bisschen Geld. Und habe es jetzt auch wirklich eine ganze Woche ausprobiert. Also es ist ein Serum, was unter dem Moisturizer und unter jeglichen anderen Zeugs, was man sich halt drauf schmiert aufs Gesicht normalerweise, drunter kommt. Und es soll im Prinzip ein bisschen das Hautbild verfeinern und das soll die Fältchen mindern und im Prinzip auch die Poren verkleinern und komplett eben eigentlich ein ebeneres Hautbild geben. Und ich muss sagen, ich bin super, super begeistert. Das Einzige, wo ich noch nicht sicher bin, wobei bei meiner Haut geht es jetzt, da ich so ohnehin ziemlich ölige Haut habe, geht es im Prinzip, aber es trocknet die Haut doch einigermaßen aus. Also von daher muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt trockene Haut hat, dann braucht ihr halt ein bisschen mehr Moisturizer, glaube ich. Aber ansonsten, ich finde es super, super genial, weil meine Haut, die fühlt sich sowas von genial danach an. Es ist richtig weich und
glatt und seidig und keine Ahnung was. Auf jeden Fall finde ich es einfach nur super obergenial. Ich mag das Zeug. Und ja, der dann so ein Pumpspender und da reicht wirklich so ein Pump bzw. anderthalb, wenn es wirklich, wenn das dann auch im Hals braucht. Gott. Ja. Aber das finde ich richtig cool. Das Einzige, was mir nicht gefällt am Anfang, beziehungsweise jetzt habe ich mich langsam dran gewöhnt, am Anfang hat es mir nicht gefallen. Der Geruch, der ist ein bisschen ätzend, ein bisschen stechend. Also fand ich jetzt nicht so prickelnd. Aber okay. Das da mag ich sehr, sehr gern. Werde ich auf jeden Fall weiter benutzen. Dann haben wir nach wie vor von Kate Somerville das Exfoliate. Ein Intensive Exfoliating Treatment, das ist dieses hier, das ist jetzt die größere Tube. Die kleinere habe ich, glaube ich, zwei Tuben jetzt aufgebraucht und habe nur noch eine übrig, aber die ist auch fast alle. Also jetzt habe ich bloß noch das hier und hier sind 15 Milliliter drin. Also es gibt natürlich größere Größen, aber das sind mehr so Probegrößen. Ich mag das Zeug unheimlich gerne, ich benutze es zweimal die Woche und ja, nochmal die Kamera, das war jetzt faszinierend. Ich benutze es zweimal die Woche, das wird nach der Gesichtsreinigung aufgetragen und einmal massiert in die Haut. Und dann kann man das 1 bis 3 Minuten drauf lassen und runterwaschen. Die Haut fühlt sich auch richtig super danach an und im Prinzip soll es nur die Haut regenerieren und diese tote Hautschicht, die man oben drauf hat, im Prinzip wegnehmen. Ich finde es richtig cool, mir gefällt das Zeug. Ich habe mich an den Geruch gewöhnt, ich habe mich an die Farbe gewöhnt. Es zieht im Prinzip dann so ein, wird ein bisschen trocken. Und wenn es trocken ist, kann man es eigentlich abwaschen. Habe ich mittlerweile die Erfahrung gemacht, weil dann bringt es irgendwie gar nichts mehr. So, dann geht es weiter. Und zwar mit meiner Tagescreme, die ich sehr, sehr gern mag. Also das wirklich benutze ich nicht als Tagescreme, ist ja auch sehr witzig, muss ich jetzt gerade nachdenken. Die benutze ich abends, aber ich werde es jetzt auch wieder anfangen, morgens nutzen. Ich hätte jetzt so einen kleinen Sample gehabt. Da werde ich mir aber die Creme davon nicht kaufen. Weil es einfach nicht, das war nicht ergiebig genug. Also das hat jetzt irgendwie nicht so viel Feuchtigkeit gegeben, wie ich gerne hätte. Deswegen werde ich dann die wieder benutzen. Und zwar ist das von Louise Widmer, die Tagescreme. Die habe ich euch jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt. Da sind 50 Milliliter drin. Und ich liebe diese Creme einfach. Die riecht super, super lecker und pflegt die Haut richtig gut. Ich mag sie einfach total gern. Gibt es in der Apotheke, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wo es sie sonst eventuell noch gibt. Aber in der Apotheke findet man die auf jeden Fall. Dann habe ich meine Augencreme von Medipharma Cosmetics. Die Olivenöl Augenpflegebalsam. Das Olivenöl Augenpflegebalsam. Das ist das hier. Das benutze ich sehr, sehr gern. Ich habe jetzt zwar noch so ein paar Augencreme-Proben, die ich momentan ausprobiere und auch eine von Dior. Ist aber, die finde ich nicht schlecht. Muss ich aber nochmal sehen, ob ich mir die dann eventuell hole, wenn das da alle ist. Auf jeden Fall ist das halt hier diese weiße Creme. Und der Pott geht so schnell alle. Das ist ein bisschen frustrierend. Weil normalerweise, wenn ich Cremes habe, die ich nicht mag, die brauchen. Die werden irgendwie nie alle. Und Cremes, die ich so gerne mag, die werden immer super schnell alle. Also das benutze ich momentan am Abend. Und am Morgen? Nee, das benutze ich momentan morgens und die Proben am Abend. Also ja, aber das ist eine sehr, sehr gute Pflege. Dann noch ein Cremezeugs, was ich momentan benutze. Und zwar ist das eine Handcreme von Balea. Das war in so einem Set drin. Das hat sich Sweet Wonderland genannt. Und da war noch eine Bodylotion, eine Körpercreme dabei. Und ich weiß gar nicht, was da noch bei war. Auf jeden Fall ist es diese Handcreme, die ich momentan benutze. Und ich könnte mich da reinsetzen. Das Zeug riecht original wie Schokoladenkuchen. Also richtig Schokoladenkuchen. Nicht nur Schokolade, nein, auch Kuchen dazu. Das ist unglaublich, unglaublich geil. Warum könnte man bitte diese Creme in einer sehr, sehr großen Tube herstellen? Ich würde mich da auf jeden Fall damit eindecken. Also, das Zeug ist richtig, richtig gut. Das riecht so lecker. Schokoladenkuchen. Also, die mag ich richtig gern und die pflegt auch noch. Also, oft hat man ja so Cremes, die toll riechen und super, super toll sind. So, und dann pflegen sie irgendwie gar nicht. Also, die pflegt auf jeden Fall. Ja, das war jetzt Parfüm und Cremezeugs und jetzt kommen wir zur Kosmetik, also Make-up-Zeugs. Und da habe ich jetzt nicht so viel Zeugs, wie ich vielleicht sonst manchmal habe, aber das, was ich habe, habe ich echt richtig gern benutzt und richtig viel. Und wir fangen wie üblich an mit der Foundation und da habe ich meine Forever Flawless Perfection Fusion Wear Make-up von Dior.
in der Nummer 022. Nur, dass ihr das jetzt dann auch gleich wisst, das ist dieses hier. Ich habe mir ja die in der richtigen Farbe geholt und das ist mein absoluter, das ist das beste Make-up ever. Also ich bin unglaublich begeistert davon. Ich werde mir wahrscheinlich, also ich habe mir momentan, ich habe ja ungefähr, keine Ahnung, 13, 14, 15 Foundations oder sowas. Ich werde jetzt einige aufbrauchen. Aber das ist eine Foundation, das wird auf jeden Fall ein Stable werden. Die wird auch, glaube ich, never ever wieder verschwinden. Also sollte sie discontinued werden, dann sicher. Aber ansonsten für mich bleibt die jetzt auf jeden Fall eine meiner absoluten Lieblingsfoundations. Gerade hat es an der Tür geklingelt. Kennt ihr das, wenn ihr denkt, es klingelt an der Tür und ihr denkt irgendwie, keine Ahnung, es könnte was Wichtiges sein und dann kommt ihr hin und dann habt ihr irgendwie nur Werbung da liegen? Frustrierend. Egal. Außer Puste. Okay, also, da waren wir bei dieser Foundation. Und zwar ist das so eine Foundation, die ist erstens mal ölfrei. Ölfrei klingt irgendwie total bekloppt. Oil-free ist besser. Die trägt sich super, super, super smooth auf. Die bleibt den kompletten Tag, egal was ihr macht, bleibt die auf dem Gesicht drauf. Die hat ein richtig tolles Flawless Finish. Also die sieht nicht aus wie drauf gebatscht oder irgendwas. Also ihr habt jetzt nicht unbedingt dieses Make-up-Face danach. Und ihr braucht relativ wenig davon. Also man braucht wirklich nicht sehr, sehr viel. Zwei Pumper ungefähr, das reicht fürs komplette Gesicht. Wenn überhaupt. Sie hat Sonnenschutzfaktor 25, okay. Man kann jetzt drüber streiten, ob der Sonnenschutzfaktor in Foundation ausreichend ist als kompletter Sonnenschutzfaktor oder nicht. Die einen sagen, passt schon, die anderen passt nicht. Ich nehme eigentlich prinzipiell immer noch einen Sonnenschutzfaktor von in einer Tagescreme oder normal Sonnencreme halt. Gerade im Sommer dann, also von daher ist es egal. Es sind 30 Milliliter drin, der Preis ist okay, also finde ich jetzt nicht unbedingt super teuer. Es gibt teurere Foundations und klar gibt es auch günstigere. Aber die finde ich richtig cool. Also mir gefällt das Finish, mir gefällt der Geruch unglaublich gut. Ich finde einfach die Haltbarkeit super gut und sie lässt sich aufbauen. Also wenn man jetzt wirklich mal einen schlechten Hauttag hat, dann kann man die durchaus aufbauen. Ja, die sehr, sehr gern gemocht. Dann habe ich den Concealer. Ich mag ihn auch unglaublich gern, auch wenn ich momentan eigentlich nur versuche, den alle zu bekommen. Aber ich habe noch ein Backup, von daher auch nicht schlimm. Und zwar von Alverde, der Camouflage Concealer in der 002 Beige. Diese Farbe passt unglaublich gut bei mir. Also ist auf jeden Fall definitiv mein Ton. Und ja, wie ihr seht, der fängt schon wirklich an, langsam alle zu werden. Aber es ist sehr, sehr ergiebig. Das sind ja auch, wie viel ist da drin? Ach ja, das war ja das Problem. Hier weiß man immer nicht, wie viel drin ist. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr ergiebig. Lässt sich sehr gut auftragen. Und was ich wirklich finde, das ist einer der Concealer, weil gerade so diese Dosen-Concealer, wenn man die immer wieder aufmacht durch die Luft, neigen die dazu, trocken zu werden. Und das ist einer, der nicht trocken wird. Der trocknet nicht aus, egal wie oft man diesen Deckel auf und zu macht. Den pudermäßig habe ich diesen Monat das Kiko Soft Light Powder sehr, sehr gern genutzt. Das ist ein Mineralpuder und es gibt einfach so einen ganz natürlichen Finish. Also ihr werdet dann nie diesen super matt Look erreichen damit. Es ist einfach nur wirklich komplett, also ein bisschen abgepudert, ein bisschen die Foundation und den Concealer gesetzt und einfach wirklich ein richtig normal, schönes, natürliches Finish. Meins ist 02. Das sieht auch mal so aus. Und von innen so, das ist halt einfach so ein ganz normalen Puder. Also es ist jetzt kein transparentes Puder, aber ja, da. Sehr, sehr soft, smooth lässt sich das auftragen. Dann haben wir als Highlighter diesen Monat sehr, 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 sehr häufig benutzt. Und zwar das bei Candlelight von MAC. Das ist dieses hier. Ich habe das irgendwie schon ewig, ewig, ewig. Aber ich benutze es trotzdem unglaublich gern. Das ist einfach so ein Rosé-Ton. Hat ein bisschen mit bisschen Gold durchgezogen. Aber eignet sich gerade für jeden Tag als Highlighter halt einfach richtig wunderbar. Der ist nicht oversparkly oder ja, er glitzert halt nicht wie eine Christbaumkugel. Sondern einfach nur so ein bisschen Akzent setzen. Sehr gut geeignet. Dann Bronzer, wie immer, habe ich benutzt meinen NARS Laguna Bronzer. Das ist mein absoluter Favorite Bronzer ever und ich glaube,
Ich werde auch den immer nachkaufen, im Gegensatz zu vielen anderen Bronzern, die ich zwar auch ganz nett finde, aber irgendwie verschmerzen kann, wenn ich sie nicht da habe. Also, NARS Laguna Bronzer, mein absoluter Have, mein absolutes Must-Have. Ja, ihr seht, er wird langsam, ja, dann nicht alle, aber er neigt sich so dem Ende ein bisschen. Oh, mein Liebling. Ja, den, er neigt nur ein bisschen dazu zu krümeln, was mir ein bisschen auf den Keks geht, aber egal. Ja, den mag ich sehr, sehr gern. Und den habe ich im Prinzip mit dem Kiko Bronzing Powder abgewechselt. Ja, das waren meine zwei Bronzer, die ich diesen Monat benutzt habe. Dann haben wir einen Eyeliner und da habe ich jetzt nur die Farbe stellvertretend genommen. Ich liebe die YSL Gel Eyeliner. Das sind die besten Gel Eyeliner ever. Die kann man auch echt auf und zu machen, wie man möchte. Die trocknen einfach nicht aus. Das ist total genial. Nicht, dass ich die jetzt auf und zu mache, damit sie austrocknen. Also, so bescheuert bin ich auch wieder nicht. Ja. Diese Gel Eyeliner. Ich habe zwei momentan davon und muss mir unbedingt noch einen schwarzen kaufen, weil immer farbig ist auch irgendwie nicht so der Hit. Aber okay, ich habe den grünen und einen lilafarbenen. Wie gesagt, ich muss mir unbedingt den schwarzen davon noch kaufen und die sind richtig gut. Reichen auch ziemlich. Also, man braucht auch nicht wirklich viel davon. Die barzen nicht so wie MAC. MAC barzt ein bisschen. Noch schlimmer als Bobbi Brown, der batzt mir total durch die Gegend. Okay, Lidschatten. Ich habe eigentlich diesen Monat so oft ein und dieselbe Kombo getragen. Die werde ich euch auch noch ein Tutorial zu machen, denn die wurde auch angefragt. Die ich eigentlich, keine Ahnung, wie oft ich das getragen habe, weil es einfach, ich mag es, mir gefällt es und ich liebe die Lidschatten dazu. Und zwar, einer, der dazu gehört, es kommen natürlich, gehören da noch mehr Zeugs dazu, zu dem Look, aber ein Lidschatten, den ich dazu sehr, 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 sehr gern benutzt habe, ist von Kiko, der Colorsphere Duo Eyeshadow in der Nummer 208. Dieser hier. Und das ist einfach, das ist dieses, ist so ein Duo mit einem matten Lidschatten und einem Glitter-Lidschatten, also hier so, ja, nicht Glitter, aber Schimmer-Lidschatten. Und das ist so ein Mauve-Ton. Ist der matte? Ein ganz matter Mauve-Ton. Den habe ich immer auf dem kompletten Lid aufgetragen und dann habe ich einfach diesen Schimmer oben drüber gegeben. Das finde ich einfach nur wunderschön. Das passt so gut zusammen. Und dieser Schimmer ist nicht so glittrig, also der fällt nicht einfach runter, was ich richtig gut finde. Den habe ich wirklich einfach unglaublich geliebt. Also ich werde auf jeden Fall, ich habe versprochen, der Look kommt auf jeden Fall noch. Das Tutorial kommt noch. Und den zweiten, den ich sehr, sehr gern benutze, ist der Colorsphere Duo Eyeshadow in der Nummer 103. Der sieht auch ein bisschen mitgenommen mittlerweile aus. Und das ist dieser hier, dieses Rosé-Farb. Das ist dieser Rosé-Ton mit dem Braunton. Der hat so ein bisschen, ja, so einen leichten Blau. Blaue Silberschimmer mit drin und der hat echt schon gut dahin drin. Den habe ich richtig viel benutzt. Jetzt einmal hier so ein toller heller Beige, ja, Rosé-Beige-Ton und der Braunton. Den finde ich auch richtig cool. Der ist absolut, absolut perfekt für das äußere V geeignet und auch die beiden einfach nur so zusammen als Duo getragen. Richtig geil. Ja. Jetzt haben wir noch zwei Sachen und zwar einmal, was ich auch sehr, sehr gerne trage als Kajalstift, als Kajal-Liner, ist der Feline von MAC. Das ist der hier, das ist ein einfacher schwarzer Kajal, liebe ich unglaublich, haben gerade erst wieder angespitzt. Der kommt eigentlich prinzipiell immer auf die Wasserlinie. Und als letztes ein Lippenstift. Ich habe wirklich, glaube ich, wirklich nur einen Lippenstift die ganze Zeit getragen. Und zwar der Dior Addict Lipstick in der Nummer 422, wenn ihr das jetzt überhaupt seht. Und das ist die Farbe Tokyo. Und er sieht so aus. Und das ist einfach nur der perfekte Everyday Lipstick. Liebe, liebe, liebe diesen Lippenstift. Ist mehr so ein orange-rosé Ton, aber der geht einfach super gut.
wirklich super gut jeden Tag. Und was ich an diesen Lippenstiften liebe, die geben so viel Feuchtigkeit. Man braucht absolut keine Lippenpflege unten drunter. Das ist einfach nur absoluter Oberhammer. Ja. Und jetzt werde ich gebraucht, muss ich mich relativ schnell verabschieden. Das waren meine Favoriten für den Monat Februar. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Bye, bye.